that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. How precious did this grace appear the first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. It is grace that brought me safe. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we'd first begun. We've no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Herzlich willkommen zum Gottesdienst der FEG Böblingen. Herzlich willkommen euch allen hier im Saal und euch zu Hause an den Bildschirmen im Livestream. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute setzt Andreas Goldmann die Predigtserie Großzügig mit dem Thema Großzügig geben fort. Zunächst möchte ich zusammen beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir haben eben von deiner erstaunlichen Gnade gesungen. Wie erleichternd, dass du uns nicht verurteilst, sondern uns mit Gnade überschüttest. Danke dafür. Danke, dass du unser Herz kennst und uns trotzdem annimmst und liebst. Danke, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte dich um deinen Segen bitten, überall dort, wo dein Wort verkündigt wird, dass es die Menschen erreicht und verändert. Ich möchte dich auch bitten für unsere Gemeindeleitung und Bereichsleitung, ja, die jetzt auch Gottesdienst feiert in Mondbachtal, dass du auch bei ihnen bist, dass du ihnen eine gute Gemeinschaft schenkst, untereinander mit dir, und dass du sie auch segnest. Ich möchte dich bitten um Segen für den Andreas, der uns die Predigt hält, für das Musikteam, das uns durch die Anbetung führt, und für uns, dass wir uns von dir verändern lassen, dein Wort in uns wirkt und uns in Bewegung setzt. Amen. Die Band wird uns jetzt mit einem Lied auf die Predigt einstimmen. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster.
Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Wir zwei gehören zusammen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt, du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindes Hand befreit und ich weiß, wunderbarer Gott bist du, ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Der Fels, auf den ich baue. Du bist ein wunderbarer König, dem ich mein Leben anvertraue. Wir zwei gehören zusammen. Jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindes Hand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar. Bist du ein wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist die Größe deiner Herrlichkeit. Wunderbar bist du, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich. Wunderbar bist du. Mein Hirte und mein Tröster, du bist ein wunderbarer Freund, du bist mein Heiler, mein Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 14. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte:
Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. »Was muss ich von dir hören?«, sagte er zu ihm. »Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein.« Der Mann überlegte hin und her. »Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe.« Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. »Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?«, fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl«, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, »Hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen 50.« Dann fragte er den Nächsten, »Und du, wie viel bist du ihm schuldig?« 100 Sack Weizen«, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, »Hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80.« Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie redeten verächtlich über Jesus. Ja, erstmal einen herzlichen Gruß aus dem Monbachtal. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von allen GLs und BLs zusammen. Wir treffen uns ja einmal im Jahr und haben ein gemeinsames Wochenende zusammen. Und diesmal im Monbachtal in der Nähe von Bad Liebenzell. Alle waren dabei. Wunderbar, das hatten wir auch nicht immer und das ist eine ganz wertvolle, ermutigende und wichtige Zeit, wo wir uns auf Leitungsebene so synchronisieren, ja, wo wir uns Gedanken machen, was ist dran im nächsten Jahr, Jahresthema oder auch zurückschauen, mit Corona gerade auch, was hat das mit uns gemacht, wie sieht das auch aus in der Zukunft. Also ganz wertvolle Tage. Die haben heute Morgen noch ihren eigenen Gottesdienst. Ich bin gestern Abend nach dem Grillen hier hingekommen und darf jetzt zu euch predigen, worauf ich mich auch super freue. Also, viele Grüße aus Monbachtal. Ich will beginnen meine Predigt mit einem kleinen Beispiel. Während meiner Promotion haben wir, Evo und ich, in Tübingen gewohnt. Und wie das manchmal so bei Studenten ist, war das mit der finanziellen Situation nicht ganz so einfach. Ja? Also, um ehrlich zu sein, war die finanzielle Situation von uns damals ziemlich angespannt. Ja, es gab Situationen und Zeiten, da mussten wir jeden Cent umdrehen und mussten uns genau überlegen, für was geben wir was aus. Und meine Frau Evelyn, die hat damals in der Uniklinik halbtags gearbeitet, unsere Tochter Joy war damals schon geboren und ich habe versucht, die Doktorarbeit fertig zu bekommen. Und irgendwann war es so, dass ein befreundetes Ehepaar aus dem Hauskreis, aus der Kleingruppe auf uns zugekommen ist. Und ich nenne sie hier einfach mal Dirk und Tanja, das sind nicht ihre wirklichen Namen, ja, aber Dirk und Tanja kamen auf uns zu und meinten, wir würden euch gerne finanziell unterstützen. Und zwar sehen wir das als unsere Hilfe auf eurem Weg in den vollzeitlichen Dienst. Und das war eine große Summe, ja, die sie uns da monatlich haben zukommen lassen. Das reichte für auf jeden Fall für mehr als nur Windeln und Babynahrung. Ja, aber damit nicht genug. Ein paar Monate später kam Dirk nochmal auf mich zu und meinte fast schon so nebenbei, ja, Tanja ist ja jetzt mit ihrem Studium fertig geworden und hat angefangen zu arbeiten und wir sind uns einig, wir würden gerne unsere Unterstützung erhöhen. Ja? Wir sehen, dass ihr nicht viel habt und wir legen noch ein paar 100 Euro obendrauf. Ja? Wir waren mega baff und platt, weil wir so eine Großzügigkeit noch nie so erlebt hatten. Und es war einfach unglaublich, diese Großzügigkeit von den beiden.
Und sie hat uns sehr geholfen, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Aber sie hat uns gleichzeitig auch dankbar gemacht, den beiden gegenüber. Und viele Jahre später, als dann Dirk auch in den vollzeitlichen Dienst gegangen ist und sich selber so den Spenderkreis aufbauen musste, haben wir von Herzen gerne auch etwas zurückgegeben. Ja, und haben gesagt, ja, wir unterstützen euch auch. Nicht deswegen, weil wir es mussten, ja, nicht deswegen, weil wir irgendwie einen Zwang hatten oder ein schlechtes Gewissen, sondern einfach, weil wir ihre Großzügigkeit erlebt haben. Und für uns war das klar, wir geben auch was zurück. Und das machen wir gerne. Und im Grunde genommen ist das genau das, was wir auch mit dieser ganzen Predigtserie großzügig aussagen wollen. Ja, nämlich, dass Großzügigkeit ein Lebensstil ist, der dadurch motiviert wird, dass Gott uns gegenüber großzügig ist. Gott ist unglaublich großzügig uns gegenüber. Er schenkt uns so viel. Ja, er gibt uns zum Beispiel diese wunderbar schöne Welt, in der wir leben dürfen. Er versorgt uns. Er schenkt uns Gesundheit. Er gibt uns Begabungen, so viel Gutes, was er uns gibt. Und er legt eigentlich immer noch eins obendrauf, ähnlich so wie bei Dirk und Tanja. Und das größte Geschenk ist eigentlich Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der sein Leben für uns gegeben hat. Auch darin zeigt sich Gott unglaublich großzügig, dass er uns gnädig ist, dass er uns immer wieder vergibt. Unser Gott schenkt großzügig. Und wenn wir das erfahren haben, wenn wir das sehen, dann macht das etwas mit unserem Herzen. Es macht uns auch von Herzen großzügig. Und es äußert sich dann in einem Lebensstil in ganz unterschiedlichen Bereichen in unserem Leben. Zum Beispiel im Umgang mit unserer Zeit, dass wir bereit sind, unsere Kraft, unsere Zeit in andere zu investieren und hilfsbereit zu sein und großzügig zu sein mit unserer Zeit. Oder es äußert sich in unserem Umgang mit unserem Zuhause, dass wir bereit sind, unsere Wohnungen, unsere Häuser zu öffnen und Gastfreundschaft zu üben. Und das alles haben wir so in den letzten Sonntagen im Rahmen von dieser Predigtserie uns mehr und mehr angeschaut. Wir haben zum Beispiel, Themen waren zum Beispiel großzügig helfen, großzügig einladen und so weiter. Und bis jetzt sind wir immer relativ gut um das Thema Geld drumherum gekommen, ja. Aber es wäre auch falsch, das komplett außen vor zu lassen. Denn obwohl Großzügigkeit sehr viel mehr ist als Geld, ist es auch nicht weniger als das. Also Großzügigkeit hat auch etwas mit unserem Portemonnaie zu tun. Und genau um diesen Aspekt von Großzügigkeit soll es heute Morgen gehen. Das Thema ist großzügig geben, großzügig geben. Und ich will das versuchen, das ist wirklich meine Absicht, das so sensibel wie möglich zu machen. Geld ist ein sensibles Thema und zweifelsohne geschieht gerade auch im religiösen Bereich viel Manipulation und mancher Missbrauch. Aber das ist wirklich das Letzte, was ich heute Morgen hier weitergeben möchte. Und ich möchte nicht diesen Eindruck machen. Ich will euch weder manipulieren, noch irgendwie Druck machen, noch irgendwie mit einem schlechten Gewissen arbeiten oder was auch immer man machen könnte. Ich will euch einfach erklären, was Jesus in dieser einen Passage, die ihr gerade gehört habt, zu diesem Thema Geld sagt. Und dieses Gleichnis, das ich mir rausgesucht habe, das wird vielleicht, wenn ihr das erste Mal hört, werdet ihr denken, hä? Ja? Was soll das denn bitte schön, ja? Was soll uns das denn bitte schön lehren? Das Gleichnis klingt auf den ersten Blick so ein bisschen dubios aus Lukas 16. Es handelt von einem reichen Mann, der die Verwaltung seines Geldes an einen Manager, ja, einen BWLer oder wie man es auch immer nennt, Verwalter anvertraut, ja? Und der Manager macht Geschäfte für oder im Namen von diesem Besitzer. Das heißt, die Geschäfte von dem Manager sind auch bindend für den Besitzer gewesen. Und das ist natürlich eine totale Vertrauenssache, was er da macht. Und der Verwalter will nun das Vermögen dadurch vermehren, dass er Anteile von diesem Vermögen gegen Zinsen an Dritte verleiht. Und er selbst verdient dabei wahrscheinlich auch noch einiges. Also er verleiht diese Anteile, der Besitzer bekommt die Zinsen davon und obendrauf tut er noch irgendwie so ein Premium schlagen, das er für sich selbst behält. Und das mag alles noch mit dem Besitzer abgesprochen gewesen sein, aber anscheinend ist es auch so, dass dieser Manager so ein bisschen dubiose Sachen gemacht hat. Also irgendwas war da nicht richtig gelaufen. Auf jeden Fall, der Besitzer
hat kein Vertrauen mehr dem Manager gegenüber und er entlässt ihn. Er feuert ihn. Und für die Übergabe soll er alles nochmal aufarbeiten. Und ich stelle mir das so vor, der sitzt da vor diesen ganzen Finanzbuchhaltungen, ja, von den ganzen Büchern auch, die er hat, der sitzt da irgendwie so an einem Tisch und will das alles nochmal aufarbeiten und denkt sich, Mist, was mache ich jetzt? Was kommt jetzt als nächstes? Auf körperliche Arbeit habe ich eigentlich keinen Bock. Ja? Dafür bin ich mir eigentlich zu etepetete. Und betteln, das ist auch unterhalb von meiner Würde. Zudem scheint es so zu sein, dass dieser Manager auch vor Ort nur schlechte Beziehungen hat. Also Vitamin B hilft ihm auch nicht so wirklich weiter, dass er da zum Nächsten gehen könnte. Ach, kannst du mich doch anstellen? Ich bin ja dein Freund oder sowas. Ja? Was macht er? Um sich soziale Anerkennung zu verschaffen, bestellt er die ganzen Schuldner ein und er reduziert die Kredite. Und ganz schön hoch. Ja, 20% bis 50% sogar, sagt der Text. Und die Schuldner, die finden das natürlich cool. Ja, müssen weniger bezahlen, Kredite werden runtergesetzt und freuen sich drüber. Und es gibt Bibelausleger, die meinen, der Manager würde hier nur sein eigenes draufgeschlagenes Premium verschleudern. Also er reduziert diese Kredite auf eigene Kosten. Und er handelt hier eigentlich selbstlos. Angesichts der Höhe der Kredite und des Nachlasses könnte aber auch durchaus das Geld des Besitzers hier im Spiel sein. Und in diesem Fall wäre dieser Manager eher so ein negatives Vorbild fast schon. Ja, er wäre eben nicht selbstlos, sondern er würde betrügen. Und er würde Gelder veruntreuen. Und letzteres passt meines Erachtens auch eher zu dem, was Jesu Aussage ist. Denn in Vers 8 nennt Jesus diesen Manager untreuen Verwalter. Also der muss wohl irgendwas veruntreut haben da auch. Wenn dem aber so wäre, dann hätten wir ein wirkliches Problem. Denn offensichtlich stellt Jesus diesen Verwalter, diesen Manager, als Vorbild dar. Also er sagt, das, was er gemacht hat, ist was Gutes. Oder in irgendeiner Form auf jeden Fall ist er ist er ein Vorbild. Und man fragt sich so, wie kann Jesus das tun? Ja, also findet er Betrug etwa gut? Ist für ihn der Ehrliche der Dumme? Wie sollen wir das verstehen? Nun, ich glaube nicht, dass Jesus hier Betrug rechtfertigen möchte oder loben möchte. Denn in den Versen 10 bis 12 ist es so, dass Jesus wiederholt seine Jünger auffordert, gerade treu zu sein. Er spricht davon, dass der treue Verwalter der gute Verwalter ist. Ich habe es euch hier mal markiert, wie oft dieses Wort treu vorkommt, immer und immer wieder. Und das kann nicht sein, dass diese Veruntreuung eigentlich, dass der Manager wegen dieser Veruntreuung ein Vorbild für uns ist oder dass im Veruntreuen, dass er dadurch ein Vorbild wäre. Worin ist dieser Manager aber dann ein Vorbild? Nun, ich denke, der Punkt ist folgender. Hier ist jemand, der im Rahmen seines säkularen Verständnisses klug und vorausschauend handelt. Also er investiert in etwas Langfristiges, nämlich in gute Beziehungen. Und darin ist er den Gläubigen ein Vorbild, die zwar behaupten, wir haben voll die Ewigkeitsperspektive, ja, das Leben hier ist nicht alles, aber die oft nicht so leben. Vor allem auch in ihrem Umgang mit Geld. Also wenn schon der untreue Manager weitsichtig mit Geld umgeht, wie viel mehr sollte das auch auf die Jünger Jesu zutreffen? Ich denke, das ist der Punkt von unserem Gleichnis. Was sagt aber das Gleichnis nun konkret uns in Bezug auf unseren Umgang mit Geld? Also inwiefern vermittelt es uns eine tragbare Motivation für einen großzügigen Umgang mit Geld? Was können wir davon lernen? Also, drei Gedanken dazu. Der erste lautet, wir sind Verwalter von Geld, das uns nicht gehört. Wir sind Verwalter von Geld, das uns nicht gehört. Und eigentlich ist dieser Punkt so der Grundgedanke von dem ganzen Gleichnis. Also Jesus vergleicht uns hier mit Verwaltern, die das Geld eines anderen verwalten. In Vers 12 sagt Jesus explizit, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer ewigen Reichtum Eigentum geben? Das heißt, wir sind nur Verwalter
die das Geld eines anderen verwalten. Und dieser andere ist Gott. Ja, wir haben das alles nur, was wir haben, weil Gott es uns gab. Eigentlich ist das ziemlich umfassend. Das ist nicht nur in Bezug auf Geld, sondern ich glaube, jeder Cent, den wir auf dem Konto haben, jedes Reiskorn, das bei uns auf dem Teller landet, jedes Möbelstück, das bei uns im Haus steht, ist ein Geschenk Gottes. Es ist, gehört eigentlich ihm und nicht uns. Du bist nur der Manager von dem Ganzen, was Gott in seiner Gnade dir in die Hand gedrückt hat. Das ist eigentlich so die Grundannahme von dem, was Jesus hier sagt. Und vielleicht denkst du jetzt, wow, Pastor, ganz ruhig jetzt mal. Ja? Also stopp mal. Habe ich mir nicht mein Geld selbst verdient? Ja? Ist das nicht eine Vergütung meines Arbeitgebers für meine Arbeit? Ja? Wer ist denn jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden und hat sich zur Arbeit gequält und das 40 Jahre lang? Gott war das doch gar nicht. Ich war das doch. Ja? Und wer hat hier Nachtschichten gemacht? Wer hat Überstunden gemacht? Ich war das doch. Wie kannst du also behaupten, mein Geld kommt von Gott und ich bin nur Verwalter? Keine Angst, ich will euren Verdienst hier nicht schmälern. Ich weiß, es gibt viele Leute hier in der Gemeinde, oder ihr alle, kann ich sogar sagen, die arbeiten hart und rackern sich ab in ihrem Beruf und ich will das auch nicht kleinreden. Und doch ist es so, von der Bibel her gesehen, dass Gottes Perspektive viel, viel größer ist als das. Woher haben wir denn die Kraft? Woher haben wir die Gesundheit? Woher haben wir die Begabung, die Talente, unserer Arbeit nachzugehen? Oft ist das nicht auf unserem Mist gewachsen. Was haben wir dafür getan, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt geboren wurden und eine Top-Ausbildung an der Universität eigentlich quasi umsonst bekommen haben? Das haben wir uns selber nicht rausgesucht. Stellt euch mal vor, ihr wärt 1000 Jahre vorher geboren und irgendwo in Nepal, in einem kleinen Dorf, oben auf den Bergen, vor 1000 Jahren. Dann sähe das Ganze mit dem Geld schon komplett anders aus. Ja, und mit dem Leben wird das auch schon ganz anders aussehen. Für die entscheidenden Dinge in unserem Leben haben wir nichts getan, können wir nichts tun. Sie sind Geschenke Gottes, die aus seiner Hand kommen. Der König David, der drückt das mal im 1. Chronik 29, Vers 14 wie folgt aus. Er sagt, denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Er spricht das im Kontext von dem Bau des Tempels und wo er dann alle Materialien zusammenstellt, damit der Tempel gebaut werden kann unter Salomo dann. Und er stellt diese Frage, wer sind wir, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir, Gott, er spricht Gott hier an, denn von dir, Gott, kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Alles, was wir haben, kommt auch aus Gottes Hand. Wir sind nur Verwalter von Gottes Reichtum, den er uns leiht. Und ich glaube, das ist so eine ganz grundsätzliche Perspektive, die so viel komplett verrücken kann. So ein ganz neuer Mindset, wenn wir das haben, der unseren Umgang mit Geld komplett revolutionieren kann. Und dieser Mindset, diese Perspektive bringt ganz viele praktische Auswirkungen mit sich. Es bedeutet zum Beispiel, dass wir mit unserem Geld nicht einfach das tun können, was wir wollen. Es gehört uns ja nicht. Wir verwalten es ja nur und wir sollen es treu und nach seinem Willen einsetzen. Deswegen spricht Jesus auch so viel von diesem treuen Verwaltersein in den Versen 10 bis 12, was ich euch gerade gezeigt habe, wie oft das Wort auch vorkommt. Gott will, dass wir zuverlässig mit dem uns umgehen, was er uns leiht. Und das ist schon eine krasse Sache, eine krasse Kiste. Denn wenn man das weiterdenkt, dann bedeutet das auch, dass unser Umgang mit Geld auch etwas über unseren Charakter aussagt. Ja? Ob wir treu sind, ob wir zuverlässig sind, ob wir reichsgottesorientiert sind oder nicht. Das heißt, bei Geld geht es um mehr als nur um Geld.
Es geht auch um unseren Charakter. Und wenn wir nicht abgeben wollen, ist das nicht nur ein Problem von Knausrigkeit oder von Geiz, es ist auch eine Frage von Integrität. Es zeigt, dass wir nicht wirklich verstanden haben, dass wir nur Verwalter sind. Dass das, was wir haben, dass uns das nicht gehört. Es zeigt, dass wir nicht wirklich verstanden haben, von wem das alles kommt, was wir sind und was wir haben. Lasst uns diese Perspektive im Auge behalten. Wir sind Verwalter von Geld, das uns nicht gehört. Das wird uns helfen, auch gerade Geld das richtige Gewicht in unserem Leben zu geben und nach Gottes Willen großzügig zu sein. Und ich weiß, das ist eine krasse Sache, was ich hier sage. Oder was Jesus hier sagt. Ich selbst finde das auch total nicht leicht, das zu predigen, weil es mir auch schwerfällt, großzügig zu sein, großzügig zu geben. Oft will ich von dieser großen Perspektive Jesu auch gar nichts wissen. Und es fällt mir persönlich auch manchmal leichter, Geld für mich selber auszugeben, für irgendwas Schönes, was ich gerade sehe, als es für irgendein christliches Projekt zum Beispiel zu geben. Oder für Menschen in Not zu geben. Und mit den Argumenten, man tut sich ja auch sehr ganz schnell, kann man sich selbst rechtfertigen, ja, mit seinem Umgang mit Geld, dass man dann irgendwie was sagt, das habe ich mir jetzt verdient. Ja, oder ich tue ja niemandem weh, wenn ich mal weniger spende. Man hat dann sofort schon auch Ausreden parat, warum das dann auch alles okay ist, wie man sein Geld einsetzt. Trotz alledem, Gottes Perspektive ist einfach größer. Er beschenkt uns, damit wir andere beschenken können. Das ist seine Perspektive. Wir sind nur Verwalter von Geld, das uns nicht gehört. Das ist der erste Gedanke, den ich euch mitgeben könnte, will, oder den Jesus hier lehrt. Der zweite Gedanke, wir investieren in Dinge, die ewig wären. Dieser untreue Manager von unserem Gleichnis benutzt das Geld, um Beziehungen aufzubauen. Er weiß, ich kann jetzt aus dieser Situation noch das Beste rausschlagen. Also ich könnte jetzt möglichst viel Geld noch irgendwie mitnehmen, aber auf kurz oder lang ist das Geld dann auch weg. Es ist aufgebraucht. Das heißt, im Long Run ist es viel besser, gute Beziehungen zu haben, eine gute Arbeitsstelle zu haben bei jemandem, der mich mag. Und deshalb erlässt er diese Schulden und macht sich so beliebt. Und ratzfatz, das denkt er zumindest, bekommt er dann einen neuen Job. Und diese moralisch fragwürdige Tat nimmt Jesus jetzt als Anlass, seine Jünger zu motivieren, in das zu investieren, was langfristig, ja was ewig bleibt. Und was gehört zu diesen langfristigen Anlagemöglichkeiten? Nun, in Vers 9 sagt Jesus, dass Geld nicht dazu gehört. Ja? Er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo unser Geld, wo unser Besitz keine Bedeutung haben wird. Es gibt eine Zeit, wo es keinen Mammon mehr geben wird, sagt er in Vers 9. Spätestens mit dem Tod ist alles, was wir hier anhäufen, bedeutungslos. Zumindest für uns. Wir wissen das. Ja, wir sind mit nichts auf diese Erde gekommen und wir werden nichts mitnehmen. Also all unser Besitz, all unser Geld ist spätestens dann für uns bedeutungslos. Also wenn Geld keine langfristige Anlage ist, was ist es dann? Nun, in Vers 9 beschreibt Jesus den Himmel als Ort ewiger Freundschaft. Er sagt, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Die neue Genfer Übersetzung, die ich gerade vorgelesen habe, die übersetzt hier so ein bisschen unglücklich, denn im zweiten Teil, ganz zum Schluss, fehlt der Handelnde, der wird nicht erwähnt. Also wortwörtlich müsste man eigentlich übersetzen, macht euch Freunde mit dem Mammon, damit die Freunde euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen. Das heißt, Jesus spricht hier eigentlich von Freunden oder von Freundschaften, die hier auf der Erde beginnen, aber dann auch im Himmel weitergehen. Der Himmel ist ein Zuhause, wo wir Freunde wiedersehen, sagt Jesus. Da gibt es Beziehungen, Freundschaften, die für immer bleiben, weil diese Freunde
auch Jesu Freunde sind. Was hat das Ganze mit Geld zu tun, könnte man fragen. Nun, zum einen zeigt das, dass Freundschaft wichtiger ist als Geld. Freundschaft ist wichtiger als Geld. Echte Freundschaft, echte Beziehungen sind unbezahlbar. Sie sind durch kein Geld dieser Welt aufzuwiegen. Es gibt Freundschaften, die auch dann noch weiter bestehen, wenn hier auf der Erde alles verrottet, wenn alles Geld weg ist. Das ist die eine Lektion. Die zweite Lektion, zum anderen scheint es aber auch so, dass Jesus hier zu sagen möchte, dass Geld ein Mittel ist zu ewigen Freundschaften oder sein kann. Zumindest hört das sich so an, wenn er in Vers 9 sagt, macht euch Freunde mit dem Mammon. Und auf den ersten Blick, wenn wir das so hören, denken wir, hä, was soll das? Ja, was will Jesus hier sagen? Will Jesus, dass ich mir jetzt meine Freunde kaufe? Ja, Geld kann doch kein Mittel zur Freundschaft sein. Ich meine, wenn mich nur jemand mag um meines Geldes willen, dann ist das ja keine Freundschaft wirklich. Dann nutzt er mich ja eigentlich nur aus. Ein echter Freund mag mich doch um meiner selbst willen, oder? Also was meint Jesus hier? Ich denke nicht, dass Jesus uns hier ermutigt, Freundschaften zu kaufen. Ja, das ist nicht die Botschaft von dem, was er hier sagt. Ich denke, es geht ihm darum, dass wir in Menschen investieren, denn solche Investitionen haben Ewigkeitswert. Vor allem dann, wenn unsere Freunde auch Jesu Freunde werden. Und das schließt aber auch das Geben von finanziellen Mitteln ein. Dass man zum Beispiel dem Bruder oder die Schwester in der Gemeinde, die sich in eine finanzielle Notlage gebracht hat oder da reingeraten ist, dass man die unterstützt. Und das kann bedeuten auch, dass ich bewusst großzügig spende an eine Organisation, die sich für die Ausbreitung des Evangeliums engagiert. Dass Leute die gute Nachricht hören, dass Leute in den Himmel kommen. Ewigkeitswert. Oder dass wir uns um die Armen und Unterdrückten kümmern. Dass wir ihnen unsere Zuwendung zukommen lassen. Weil das ist ja auch eine Perspektive vom Reich Gottes, dass wir uns um die Armen und Unterdrückten kümmern sollen. Und ich bin an dieser Stelle einfach mal frech. Ja, vergebt mir. Ich will euch trotzdem mal persönlich fragen, ja, oder dich persönlich fragen, machst du das? Investierst du dein Geld in Menschen? Oder gibst du am Ende des Tages alles für dich selber aus? Ja, für das neue Handy, für das neue Auto, für das neue Eigenheim oder was auch immer uns gerade einfällt, was wir gerade brauchen. Da gibt es ja immer was. Ja? Wenn man will, kann man das mal ganz einfach checken. Ja? Dafür braucht man eigentlich nur ein Blatt Papier und zwei Textmarker. Und man schaut sich zum Beispiel mal die eigenen Kontoanzüge an und markiert alles, was man für sich selbst ausgibt, mit einer Farbe und für die andere Menschen und investieren in andere Menschen mit der anderen Farbe. Ich habe das mal bei mir gemacht, für einen Monat. Und ich bin einfach nur erschrocken, wie viel ich doch für mich selber ausgebe und wie wenig ich in andere Menschen investiere. Wenn man es mal so richtig schwarz auf weiß sieht und das einen anlacht, dann kann das auch einen Schockmoment geben. Und auch hier kann man natürlich ganz schnell wieder anfangen, sich zu rechtfertigen. Das geht so schnell, diese Mechanismen, dass man sich dann sagt, ja, aber ich muss doch meine Miete bezahlen. Ja, sollst du. Oder dass man sagt, ja, aber ich muss doch meine Familie versorgen. Ja, sollen wir. Darum geht es gar nicht. Aber wenn das alles ist, also wenn ich mein Geld nur für mich selber und für meine Bedürfnisse und meine Wünsche ausgebe, dann stimmt irgendetwas nicht. Laut Jesus sind wir dann nicht gute Haushalter von dem, was er uns geschenkt hat, dann investieren wir nur kurzfristig und ohne Ewigkeitswert, ohne Ewigkeitsperspektive. Aber an diesem Punkt stellt sich vielleicht auch die Frage jetzt, woher nehmen wir denn die Kraft, das zu leben? Also woher nehmen wir die Kraft, großzügig zu geben? Denn das Problem ist ja, Geld hat diese unglaubliche Anziehungskraft. Das ist einfach so. Ja, es greift nach unserem Herzen. Wir geben doch lieber, um ganz ehrlich zu sein, Geld für uns selber aus, als für andere aus. Ja, das ist genau der Grund, warum auch Jesus in Vers 13 davon spricht, dass Geld wie ein Herr sein kann, der Macht ausübt, das uns versklavt. Wir dienen entweder, sagt Jesus, wir dienen entweder Gott
oder wir dienen den Mammon. Ja, da sieht man ganz viel von dieser Anziehungskraft von Geld auch. So ähnlich wie in wie dieser Ring, ist mir eingefallen, in Tolkiens Herr der Ringe, der alle so in seinen Bann zieht, der einen korrumpiert, entmenschlicht und egoistisch macht in dem Film oder in dem Buch. Diesen Einfluss kann, ich betone, kann Geld auf uns haben, muss es aber nicht. Die Frage ist also, wie kann es uns gelingen, nicht so zu enden wie Gollum, ja, um mal in diesem Bild zu bleiben, ja, den der Ring komplett in seinen Bann gezogen hat, sondern wie Frodo, der den Ring auf dem Schicksalsberg zerstört hat. Also wie können wir die Anziehungskraft von Geld brechen und lernen, großzügig zu geben? Das bringt mich zu meinem letzten Punkt, zu meinem letzten Gedanken. Wir haben eine Freundschaft, die unbezahlbar ist. Wir haben eine Freundschaft, die unbezahlbar ist. Ich bleibe noch mal kurz beim Herr der Ringe. Wer die Geschichte kennt, der weiß, dass Frodo das nie alleine geschafft hätte, die Macht des Ringes zu brechen. Er hat seinen Freund Sam dazu gebraucht. Alleine hat er es niemals geschafft. Sam ist derjenige, der Frodo auf seinem Weg begleitet, der auf ihn achtet, der auf immer ihm wieder neuen Mut macht. Und ihr kennt vielleicht diese Szene ganz zum Schluss, wo Frodo absolut gar nicht mehr kann, da wo es den Schicksalsberg hochgeht, ja, und irgendwann der Sam hinkommt und sagt, ich trag dich. Du hast nicht mehr die Kraft, dem Ganzen zu widerstehen. Ich trag dich. Also Sam hilft Frodo, dieser Anziehungskraft des Ringes zu widerstehen und den kräftezehrenden Auftrag zu erfüllen. Und gemeinsam schaffen sie das. Gemeinsam schaffen sie das. Sam ist dem Frodo ein wirklicher Freund in der Situation. Und in der Bibel spricht Jesus davon auch, dass er der beste Freund ist, den wir haben können. Und er bietet uns seine Freundschaft an. In Johannes 15, Vers 13 und 14 drückt er das wie folgt aus. Er sagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie gibt. Ihr seid meine Freunde, sagt er dann zu seinen Nachfolgern. Laut Jesus zeigt sich wahre Freundschaft in Attributen wie Hingabe, wie Opferbereitschaft, wie Selbstlosigkeit, wie Liebe. Ganz ähnlich, wie wir das auch beim Herrn der Ringe da finden, in dieser Freundschaft zwischen Frodo und Sam. Auch diese Opferbereitschaft, diese Hingabe, die da auch da ist. Ebenso hat auch Jesus gehandelt, um unser Freund zu werden, um unser Freund zu sein. Beim Vater im Himmel hat er alle Reichtümer gehabt, allen Reichtum an Liebe, allen Reichtum an Bedeutung, allen Reichtum an Sicherheit. Wie Dagobert Duck, hätte er jeden Tag in den Geldspeicher springen können und dann Bad im Geldspeicher nehmen können, ja? Jesus im Himmel. Aber weil er unser Freund werden will, lässt er das alles hinter sich. Und er kommt als kleines Kind auf diese Erde. Er wird Mensch. Er wird bettelarm. Für uns gibt er alle Reichtümer auf. Und nicht nur das. Jesus sagt, er beweist seine Freundschaft auch darin, dass er für uns stirbt. Denn das ist ein wahrer Freund, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Jesus ist derjenige, der für dich stirbt, der für mich stirbt. Für meine Schuld und für deine Schuld ist er dort ans Kreuz gegangen, auf den Hügel Golgatha. Und er tut das, damit wir reich werden können. Reich werden können mit seiner Freundschaft, die wir erhalten. Hier jetzt schon will Jesus unser Freund sein. Aber nicht nur das. Jesus steht zu uns. Und auch in der Ewigkeit will er unser Freund sein. Jesus ist eigentlich der ultimative Freund, der uns einst im Himmel in die ewigen Wohnungen, wie Vers 9 sagt, aufnehmen wird. Jesu Freundschaft ist die wertvollste, kostbarste Freundschaft, die wir je haben können. In Jesus haben wir einen Freund oder eine Freundschaft, die unbezahlbar ist. Und das verändert einen, wenn man das erfahren hat. Dann macht das einen mit uns, dann macht das einen selbst auch großzügig, als Reaktion darauf. Es verändert einem das Herz und macht uns zu Leuten, die geben, die gerne geben. Nicht deswegen,
weil sie es müssen aus Zwang, weil Jesus es befohlen hat und du musst und du sollst und drängst und manipulierst und so weiter, sondern weil er selber unser Herz verändert hat, weil er selber unglaublich großzügig war uns gegenüber und wir diesen Freund haben, diese Freundschaft haben, die wichtiger ist, die größer ist als alles andere. Und das wünsche ich euch, dass ihr Jesus als diesen Freund kennenlernt, als jemand, der euch wirklich Freund werden möchte und in dieser Freundschaft unglaublich großzügig auch ist, uns gegenüber, und dass es uns auch verändert, unser Herz verändert, weil diese Freundschaft hat auch die Kraft und die Macht, diese Anziehungskraft des Geldes zu brechen und uns selbst großzügig zu machen, einfach weil es etwas ist, was viel kostbarer ist als alles andere. Und Geld ist dann nur Geld und nicht irgendwie ein Weg, um uns selbst Bedeutung zu schaffen, nicht irgendein Weg, um uns selbst Sicherheit zu schaffen. Diese Sicherheit und diese Bedeutung kommt aus dieser Freundschaft mit Jesus. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass Jesus euer Freund ist. Diesen Jesus wollen wir jetzt gemeinsam anbeten. Lydia und die Band nimmt uns mit in ein paar verschiedene Lieder und lasst uns Gott anbeten und einfach auf ihn ausrichten und ihn loben und ihn preisen. Amen. Viele Kronen schmücken dich, denn
Geliebt,
durch dich. All meine Sorgen in dir verloren, nur deine Freiheit bleibt. Wenn ich begreife, wie gut du bist, Herr, kann ich nicht anders als zu singen. Grenzenlos ist die Freude, weil die Mauern durch dich fallen. Ich seh das Kreuz und spür die Freiheit. Du belebst mich und ich erheb nur dich. Ich schaue nicht zurück. Mir liegt deine Zukunft fest in deiner Hand. Für immer und für ewig nah bei dir. Du bist treu. All meine Sorgen in dir verloren. Nur deine Freiheit bleibt. Wenn ich begreife, wie gut du bist, Herr, kann ich nicht anders als zu singen. Grenzenlos ist die Freude, weil die Mauern durch dich fallen. Ich seh das Kreuz und spür die Freiheit. Du belebst mich und ich erheb nur nie verirrt, sie ist unendlich groß. Alles, was mich auf den Füßen hält, es wird schwerelos, weil die Freiheit, die nur du mir gibst, alle Ketten zersprengt. Grenzenlos ist die Freiheit, weil die Mauern durch dich fallen. Ich seh das Kreuz und spür die Freiheit. Du erlebst mich und ich erheb nur dich. Ja, ich erheb nur dich. Ja, vielen Dank an die Band für die wunderbare Anbetung. Wir wollen auch heute eine Kollekte einsammeln. Dazu stehen am Ausgang Körbchen bereit. Oder wenn ihr online dabei seid, dann könnt ihr die Gift-App oder PayPal nutzen oder auch einen Betrag auf unser Konto überweisen. Das Geld ist heute für unser Gemeindezentrum und alle laufenden Kosten bestimmt. Gott segne Gabe und Geber. Und noch ein paar Infos habe ich für euch. Am kommenden Samstag heiraten Tim und Jessie. Das möchten sie euch aber in dem Clip selbst sagen. Hallo, liebe FEG. Hallo. Wir sind Jessie und Tim und wir wollen euch ganz herzlich einladen zu unserer kirchlichen Trauung, und zwar am Samstag, den 17. Juli. Genau, der Traugottesdienst wird in der Evangelischen Landeskirche in Gärtringen stattfinden, und zwar um 13.30 Uhr in Gärtringen. Genau. Und danach wollen wir gemeinsam zur FEG fahren, also quasi hierher, um mit einem Sektempfang und allem drum und dran mit euch gemeinsam groß zu feiern. Und genau, wichtig dafür ist zu wissen, dass ihr euch für den Gottesdienst bitte anmelden müsst. Das funktioniert wie sonst auch jeder andere Sonntagsgottesdienst über einen Link, der jetzt in den nächsten Tagen rausgeht.
Wenn ihr unbedingt dabei sein wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, dann beeilt euch, es gibt nur begrenzt Plätze. Genau, und ihr müsst auf jeden Fall getestet, geimpft oder genesen sein. Genau, wenn es euch nicht möglich ist, live zu kommen, ihr aber trotzdem gerne dabei sein wollt, dann wird es auch noch einen Livestream geben. Da könnt ihr euch dann gerne bei uns melden und dann schicken wir euch bei gegebener Zeit ein paar Tage vorher dann den Link zu, um den Livestream von zu Hause aus zu verfolgen. Genau, und wenn ihr jetzt noch denkt, ich würde gerne irgendwas zum Stenderling beitragen, dann meldet euch einfach bei Dorothee Reister. Die organisiert das Ganze und führt das alles zusammen. Wir freuen uns über euer Kommen. Wir hoffen, euch zu sehen an dem Samstag und sind schon gespannt auf die letzten Tage direkt davor. Ja. Genau. Haben wir was vergessen? Nee. Ja. Der ins Wasser gefallene Termin von Beer Beef Belief wird morgen nachgeholt. Herzliche Einladung an alle Männer hier und vor den Bildschirmen zu einem Abend mit Grillen, Gemeinschaft und einem kurzen Impuls. Eine Wegbeschreibung bekommt ihr, wenn ihr euch unter bbb@feg-böblingen meldet. Und natürlich seid ihr herzlich zum Gottesdienst nächsten Sonntag am 18.07. eingeladen. Manuel Neb setzt die Predigtserie mit dem Thema Großzügig Leben schenkt Freiheit fort. Außerdem dürfen wir uns auf eine Kindersegnung freuen. Bitte meldet euch wie immer online ab an, wenn ihr hier vor Ort dabei sein möchtet. Und auch wie immer an dieser Stelle möchte ich zum Gebet nach dem Gottesdienst einladen. Wenn du ein Anliegen hast, dann betet unser Gebetsteam in Anschluss an den Gottesdienst hier vorne links gern für dich oder sprich dir einen Segen zu. Auch online kannst du für dich beten lassen, indem du eine E-Mail an gebetsteam@feg-böblingen.de schreibst. Ich möchte jetzt den Segen sprechen und bitte dazu und auch zum letzten Lied aufzustehen. Ich lese aus Psalm 5. Doch alle, die dir vertrauen, werden sich freuen und dich loben, denn bei dir sind sie geborgen. Wer dich liebt, wird jubeln vor Freude. So begleite euch unser dreieiniger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist durch diesen Tag und die kommende Woche. Amen. Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, ich sprach deinen Namen in die Nacht und in das Dunkle kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg gerungen, Jesus meine Hoffnung ist. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm, Jesus, meine Hoffnung liebt. Halleluja, preist den, der mir Freiheit gab.
toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat mehr Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht, mit lauter Stimme.